Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu meinem Captain Future Video. Nach dem Pickup Video, wo diese Sachen neu gekommen sind, habe ich mein Captain Future Album vervollständigt. Ich habe jetzt alle Sticker mehr gekauft. Das Einzige, was ich jetzt hier zur Seite gelegt hatte, ich habe hier nochmal die Stickertüte, diese wunderbare, einzigartige, Erinnerung an die 80er. So, und darum geht es auch um Erinnerung, denn nachdem wir ja alles zusammen eingeklebt haben, das war ein anderes Video, ist auch hier verlinkt, blättern wir das jetzt schön durch und schwelgen in Captain Future Nostalgie. So, mal sehen, was ich zu erzählen habe und hier nochmal im Detail das Captain Future Album meiner Kindheit. Leichte Knicke und ihr seht, es ist schön in Folie eingeschlagen. Gut, wir blättern das auf. Wie gesagt, das ist 1980. Ihr seht es auch, von Toei Merchandising in München herausgebracht. Toei Animation hat heutzutage zum Beispiel die Dragon Ball Lizenz und die One Piece Lizenz. Nur mal so, um das am Rande zu sagen. Panini Sticker Album, das war die Marke sozusagen für Einklebesticker, ob Fußball oder was auch immer. Glücksspiel hieß Mass of the Universe und ihr kennt das sicherlich auch. Wer klassische Panini Sticker hat. Ja, Captain Future von 1980. Blättern das auf. So, hier sehen wir Doppelseite. Ich habe es bemalt. Hier ist nochmal die Lizenzdatum. Ja, der Ritter des Weltraums und der schöne Text da. Das Neueste auf dem blühenden japanischen Markt der Comicfilme ist zugleich eine Rückkehr zur Tradition. Nach einer Welle von Weltraumrobotern, die bis zum Letzten eine Welt verteidigen, deren ganze Hoffnung diese unwirklichen Geschöpfe selbst sind, wird nun im großen Stil an die klassische Science-Fiction angelehnt. Die Bilder in diesem Album stammen aus der Fernsehserie, die 52 Folgen hat. Der Stoff zu dem Film wurde dem großen Werk der Science-Fiction-Literatur Captain Future entnommen. Edmund Hamilton schrieb es in den 40er Jahren. Es gleicht 2001, Odyssee im Weltraum, einem klassischen Film, der wegweisend wurde für alle Geschichten aus dem All. Die Hauptperson ist ein echter Held, der den Auftrag bekommt, mit allen Mitteln die Menschheit zu verteidigen. Captain Future kennt Biologie, Chemie und Geologie und besitzt Fähigkeiten eines Astronauten, eines Scharfrichters, eines Astrophysikers und einer Führerpersönlichkeit. Seine eigentliche Berufung ist der Weltraum, mit seinen Geheimnissen, seinen unvorstellbaren Weiten, seinen unerforschten Winkeln, wo man noch Abenteuer erleben kann. Zu Future gehört auf dem Raumschiff Komet eine kleine Gruppe von sympathischen, außergewöhnlichen Personen. Otto der Androide, Kaugummi, der die verschiedensten Formen annehmen kann, Greg, ein Roboter mit ungeheuren körperlichen und geistigen Kräften, dann das lebende Gehirn Simon Wright, der in einem fliegenden Behälter Captain Future auf seinen Reisen folgt und ihm die verrücktesten wissenschaftlichen Probleme löst. Weiter gibt es die schöne und dynamische Joan Landor, die mit Captain Future eine zärtliche Freundschaft verbindet. Und den kleinen, dickköpfigen Ken Scott, der dem großen Helden des Weltraums nacheifert. So. Interessanter Text, wenn man die mal so auseinander nimmt. Hier steht was von 52 Folgen. Ja, im Original hatte die Serie 52 Folgen. Im Deutschen gibt es nicht mehr als 40. Das liegt daran, dass ZDF damals, ich kann nicht sagen aus welchen Gründen, aber alle Episoden gekürzt hat. Eine nicht wirklich, und zwar das Geheimnis der sieben Weltraumsteine. Das waren 4 Episoden. Im Endeffekt war jede der Geschichten auf 4 Episoden ausgerichtet. Und das mit dem Weltraumstein ist halt der einzige, der 4 Episoden behalten hat. Da gibt es minimale Schnitte, die vielleicht ein bisschen wegen Brutalität aus der Sicht der damaligen Zeit
Aber ansonsten wurden wirklich ganze Episoden, von, also in dem Sinne 20 Minuten pro Episode rausgeschnitten. Und das wird uns hier auch in diesem Album verfolgen. Wir werden Bilder sehen und Szenen, die es nicht in den deutschen Anime oder in der deutschen Anime-Version geschafft haben. Inzwischen gibt es die Serie auf Blu-ray in der deutschen Fassung, aber auch eben halt in einer Edition, wo die Uncut-Fassung drauf sind. Die sind aber dann mit original japanischer Musik, denn das war eine der Änderungen für den deutschen Markt. Wir haben deutsche Kultmusik von Christian Bruns bekommen, die unvergessen ist, die bis heute eben halt ein Kinderklassiker oder ein Klassiker ist, aber auch eben halt, ja, eben halt einen eigenen Stil gebracht hat. Wir haben großartige Übersetzungen damals gehabt von den Sprechern und Schauspielern, die das, ja, die Figuren mit Leben eingehaucht haben. Ja, und was kann man noch so sagen? Ja, wie gesagt, mit deutschen Untertiteln kann man diese Originalversion verfolgen. Und es lohnt sich wirklich, diese Geschichten kennenzulernen, weil es sind echt tolle Story-Elemente entfernt worden. Gut, was können wir jetzt hier noch sehen? Edmund Hamilton, hier stand es ja drauf, der Autor hat diese Geschichte geschrieben. Captain Future ist erstmals 1978 und zwar im November 78 in Japan gelaufen. Man muss dazu sagen, dass die Reihenfolge der Geschichten wohl während der Ausstrahlung sich ein bisschen umentschieden wurde, weil man das Gefühl hat, dass zum Beispiel die Zeitmaschine von der Handlung her etwas eher als eben der Herrscher von Megara passt. Aber egal, das spielt jetzt ja auch gar keine Rolle. Wir wollen uns dieses Sticker-Album angucken und so ein bisschen über Captain Future, über die Serie philosophieren. Hier sehen wir ein wunderbares Bild aus dem Intro. Ja, Captain Future, wie er vor seinem Helm steht, da war das dann ja immer das berühmte Captain Future, was da ausgesprochen wurde. Ach. Captain Future. Auf jeden Fall, ja, auch das hier war im Intro zu sehen, hier ist es nachgezeichnet, aber auch absolut kultig. Klar, ich habe es versucht mit Leben auszufüllen, indem ich es farblich male, aber so ist das eben halt. Ich war gerade 1980, oh, wie alt war ich? 6, vielleicht gerade 7, fast 7 war ich. Also das war wirklich für mich dann der große Anime. Ich habe es auch relativ früh gesehen. Wir haben es, ich habe nochmal nachgeguckt, der Herrscher von Megara ist, war nicht das erste, was in Deutschland gezeigt wurde. Wir haben wirklich erst davor die Zeitmaschine gesehen und das war im Oktober 1980. Das heißt, im Jahre 1980 fingen wir an mit Captain Future. Ich bin der Meinung, wenn ich so überlege, wo ich gewohnt habe damals, dass ich auch relativ früh in der Erstausstrahlung die ersten Captain Future Folgen gesehen habe. Vielleicht nicht alle gleich in der richtigen Reihenfolge. Mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht, er hat es geguckt und ich war völlig geflasht. Ja, wollte natürlich das Spielzeug haben und auch dieses wunderbare Sticker-Album. Ich habe es auch hier, Sie seht hier sogar, musste es nachheften, weil es fast auseinandergegangen ist. Ihr könnt es hier sehen, es wurde nachgeheftet von mir. Ja, so ist es eben halt. Ne? Man versucht es zu reparieren, weil es war mein Lieblingsalbum. Aus dem Grunde habe ich auch jetzt, ja, wie ihr im Pickup gesehen habt, dass ich Geld investiert habe, um es vollständig zu kriegen. Weil das Gefühl, etwas von der Kindheit vollständig zu haben, ist etwas anderes, als einfach neu zu kaufen. Denn ich hätte locker das Album, ich sag mal, zu 80% gefüllt, für nur die Hälfte kriegen können am Betrag. Das war mir aber nicht wichtig. Ich wollte mein Kindheitsalbum vollständig haben. Das wollte ich genießen. Gut, wir sehen hier die Titelseite und dann fangen wir auch an, gleich wahrscheinlich mit der allerersten Folge. Und hier seht ihr der Herrscher des Weltraums. Das ist der Herrscher von Megara, die Geschichte, die erzählt wird. Und ja, der Herrscher von Megara, wie gesagt, in Deutsch runtergekürzt auf 3 Episoden, liefen 1980. Ja, schauen wir uns das mal an, die Geschichte jetzt hier. Ne? Das ist New York, Freiheitsstatue, schön so die Basis, die Raumschiffe. Ich habe die Designs immer wieder bewundert. Herrscher von Megara, es ging um eine Rückverwandlung zum Affenmenschen von Menschen und um eben halt einen planetaren Krieg, eine Eroberung des Weltraums in Gang zu setzen. Ja, richtig gut gemacht, also eine der besten Folgen, finde ich auch mit, kann man immer wieder gucken und der Herrscher von Megara auch toll synchronisiert. Klaus Miedl, glaube ich, sprach den Bösewicht, Captain Future, Hans-Jürgen Dittberger, also großartig. Die ganzen Sprecher waren auch großartig. Hier sehen wir den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder der Präsident Cashew, ne, der Regierung. Ne, es ging ja um Megara. Auch Captain Future hier mit seinem Cosmoliner, auch richtig kultig. Ja, richtig cool. Ne.
Hier taucht er auf, spektakulär mit der Cap Future Musik, Wahnsinn. Ihr seht, ich muss aufpassen, das ist so empfindlich, dass es irgendwann mal gerissen ist. Ja, weiter geht es, Captain Future und seine Mannschaft, Otto, Greg und dann Yeek und Oak, die beiden Haustiere von Otto und Greg. Beides gibt es auch im Roman, die haben beide auch Haustiere in der Romanvorlage, sie sehen aber nicht so hübsch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Professor Simon Wright war zu der damaligen Zeit eher so ein wirklicher durchsichtiger Glaskasten, wie er entworfen wurde, und wurde mehr getragen. Zum Ende hin konnte er auch über Magnetstrahlen schweben, aber hier konnte er wirklich gleich schweben und das war das auch wirklich ein wenig besser gemacht. Ja, dann sehen wir auch gleich schon eine sehr frühe Neuerung, und zwar Ken Scott, hier ist er kurz zu sehen, der eben halt eine wichtige Rolle spielt und hier sich an Bord schmuggelt, um eben halt ja, Captain Future nachzueifern. Und hier haben wir auch schon Sachen, die nicht es in den Anime geschafft haben. Und zwar die Rückblicke um Captain Futures Kindheit, wie eben halt die Eltern von Captain Future gestorben sind. Hier sehen wir auch so Bilder, die sind nicht wirklich im Cartoon drin gewesen. Und auch hier sehen wir einen Angriff auf Captain Future mit einem Raumschiff. Hier sind nur ein paar Bilderchen dabei, wo sie weil sie um diesen Asteroiden des Planeten Megara, den Mittagsmond, herumfliegen. Da werden sie angegriffen. Und von einem Raumschiff, das ist eine ganz kurze Szene, ist drin, aber wie sie die erobern, die Szene fehlt komplett im Anime. Ja, Wahnsinn. Ne, wenn man das so rückwirkend weiß, ich habe mich immer gewundert, wo diese Bilder sind. Dieses absolut cooles Bild, das fehlt im Anime. Interessanterweise wurden manchmal in den Zusammenfassungen von den einzelnen Episoden, wenn man die nächste geguckt hat, da waren manchmal noch ein paar Bilder drin von Szenen, die nicht im Hauptanime zu sehen waren. Klar, zur damaligen Zeit, 1980, wusste ich das gar nicht. Heute hat man Internet, heute hat man die Fassung aus Japan, kann man ohne Probleme besorgen. Da ist man schlauer gewesen. Und selbst die französische Fassung, die Uncut war, und ich glaube auch die italienische, das haben wir ja nicht mitbekommen. Man war nicht so im Ausland. Wer es vielleicht gesehen hat, der hat es mitbekommen dann vor Ort, aber es war ja nicht so. Videokassetten gab es nicht, Videorekorder gab es nicht. Und ich habe mir diese Geschichten als Hörspiel aufgenommen. Ich habe wirklich mit dem Kassettenrekorder am Fernseher gehangen, Aufnahme gedrückt und habe diese halbe Stunde mitgeschnitten und dann die Kassetten immer wieder gehört. Leider besitze ich keine davon mehr, aber ja, was war's. Also hier sehen wir auch richtig schön, Otto verwandelt sich dann als der ja, überwältigte Verbrecher, um sich einzuschmuggeln. Ja, auch hier sehen wir. Und was ihr auch seht, ich hatte ein zweites Album, aus dem ich Bilder ausgeschnitten hatte, weil das war so meine erste Idee vor über 20 Jahren, dass ich diese Bilder, die dort drin sind, die mir fehlen, eben halt benutze, um mein Album vollständig zu kriegen. Deswegen so die ersten fast 100 Bilder habe ich damit gefüllt. Ihr seht es hier überall, ist dann Tesafilm vorsichtig verklebt, auch so, dass es nicht sich löst. Da war ich schon sehr genau, aber man merkt es schon irgendwo, dass das Tesafilm ist. Aber egal, es lässt sich nicht ändern und das will ich auch gar nicht. War auch eine großartige Szene, wo der Herrscher von Megara auftaucht zum ersten Mal, nur nicht berührt werden kann, wo sie ihn durchgleiten. Richtig spannend irgendwo. Und auch diese Maske, ich finde den richtig gelungen als Bösewicht designt. Also Wahnsinn. Ist auch sehr typisches japanisches Design. Aber andererseits, auch dieses Science-Fiction-Design, was ihr so im Hintergrund seht, hat mich völlig immer fasziniert. Und es hat auch viele Sachen beeinflusst. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man genau guckt, auch Filme, das hat einen Einfluss genommen. Schaut euch mal Alien Resurrection an. Das ist ja Alien 4. Auch die Designs dort, die Art und Weise, wie manche Sachen sind, das sind Anlehnungen an Captain Future drin. Ist von einem Franzosen inszeniert worden und in Frankreich lief Captain Future als Kapitän Flamme. Also, ja. Das sind Anspielungen. Das ist interessant einfach. So, hier haben wir dann, es ist in verschiedenen Kapiteln, dann es geht jetzt hier weiter vom Herrscher von Megara, das Gefängnis in einem Flammenmeer. Hier sehen wir, wie Ken, Greg und Simon das Flammenmeer begutachten. Hier auch hier eine schöne Zeichnung. Das ist eben halt das gewesen, dass diese Zeichnung, ja, das unterstützen, ne? Das rot-rötlich. Gut, ist halt damals billiger gewesen, so schwarz-weiß das zu machen. So, weiter geht es. Hier sind sie jetzt in der Hauptstadt von Megara und hier sehen wir Joan Landor zum ersten Mal auftauchen. Und das ist ja wirklich die erste Episode mit Joan Landor, wie sie auftaucht, wie Captain Future sie kennenlernt und ja, sich gleich sozusagen in sie verguckt und umgekehrt. Ja, und hier sehen wir auch das Ganze, wie Joan Landor einen Rückverwandler überwältigt.
schafft gleich Eindruck auf Captain Future. Wahnsinn. Kann man ja nicht anders sagen. Beziehungsweise mir fällt hier gerade was auf. Hier ist die Reihenfolge verändert. Und zwar folgendes, wenn wir in den Anime gucken, wir sehen jetzt hier, wie sich jemand zurückverwandelt. Aber ich bin mir gar nicht so sicher jetzt, weil Joan Landor, oder es, nee, es kann auch richtig rum sein, aber der verwandelt sich auch. Also in dem Sinne kann sein, dass es zweimal so eine Szene gibt. Ich habe ihn vielleicht nicht geguckt, aber es passt so perfekt, weil hier trifft er auch Estella Garni, seinen alten Freund, und der hier überwältigt wird, der verwandelt sich auf dem Rückweg auch. Aber ich glaube, das ist eine Doppelszene. Also in dem Sinne gab es das auch da, so hat er sie kennengelernt. Und so ist sie zuerst mal aufgetaucht und hier war sie dann getaucht. Ja. Gab es eine ähnliche Szene. Interessant, ist mir jetzt so gerade aufgefallen, dass es doch relativ schnell so eine Szene gab. Auch hier haben wir noch Szenen von Captain Futures Eltern, weil Captain Future erzählt Joan ein bisschen über sich und er bekommt Erinnerungen. Und diese Szenen fehlen auch in unserem deutschen Anime. Ja. Captain Future fliegt mit dem Cosmoliner über das Flammenmeer. Der Cosmoliner ist übrigens eins der Raumschiffe, was nie eigentlich irgendwo mit dem Namen genannt wird im Anime. Die Komet, das Raumschiff wird genannt, aber der Cosmoliner wurde einfach so benannt. Dann gibt es auch im Roman nicht so. Auch interessant. Aber es ist ein kultiges Sache. Ich habe ihn auch als Modell bei mir stehen. So, weiter geht es jetzt hier. Der Herrscher von Megara ist auch die Episode, glaube ich, die am meisten hier mit Bildern betitelt wurde. Das Gefängnis über der Lavalandschaft in so einem Schutzschirm. Captain Future und Joan ermitteln dann und der Herrscher von Megara lässt dann alle Gefangenen frei und sie müssen sich befreien. Also das ist auch, und Greg rettet den Tag, also richtig gut gemacht. Das ist auch alles wirklich im Anime zu sehen. Einfach nur cool. Einfach cool. Auch eine ganz tolle Szene hier mit dem Captain. Also Wahnsinn. Mir macht das richtig Spaß. So, und wenn man den über die Originalroman übrigens liest, die Geschichten gingen ganz selten über unseren Weltraum hinaus, denn das, der Megara ist sozusagen, ja, im Endeffekt gibt es ihn da nicht, das ist der Jupiter. Das ist der Herrscher von Jupiter. Hier auch nochmal die Straßen von der Hauptstadt. Hier auch ein Meteor, der dann, also so einer alten Stadt. Cool. So. Hier haben wir auch nochmal der Herrscher von Megara, der seine Getreuen um sich sammelt und ja, es wird auch immer gefährlicher, eben halt. Ja. Estella, ich weiß gar nicht, ob er richtig geschrieben ist, aber egal, Estella, er wird Estella geschrieben, hier Estella ausgesprochen. Auch hier cool. Sie erforschen nämlich eben halt die Geschichte, suchen rauszufinden, was mit dem Herrscher und dieser Rückverwandlung was sich auf sich hat. Und dann haben wir hier auch eine Sequenz, hier zum Beispiel eine ganze Seite von Szenen, die nicht im Anime drin waren. Wir haben es jetzt so, dass zum Beispiel der Cosmoliner, also sie sind über dem Flammenmeer in der Nähe sozusagen auch fast vom Gefängnis und finden eine Höhle, einen unterirdischen Tempel, wo ein Wissenschaftler ein Gerät gefunden hat, mit dem er ja körperlos sein kann. Und das benutzt der Herrscher von Megara, um eben halt Macht auszuüben, beziehungsweise um sich zu einer Art Gott für die Einheimischen aufzuspielen. Hier sehen wir alle Szenen, die nicht im Anime zu sehen waren. Also ich war damals sehr erstaunt. Ich habe die immer gesucht, wo sind die? Und 1980, woher soll man es wissen? Ich habe es gelesen und registriert und ich war auch noch nicht so fit, dass ich jetzt die Romane gelesen habe, die auch erschienen sind damals im Bastei Verlag. Ja, Wahnsinn. Und hier haben wir auch jetzt, ich gucke jetzt, was ich die richtige Seite, auch zusammengekürzt zum Ende. Hier zwischen war noch eine Szene, wo Captain Future gefangen genommen wurde und Joan gefangen genommen wurde. Das ist alles gekürzt. Hier haben wir dann jetzt das Ende, wie er auf den Mittagsmond eindringt und den Herrscher von Megara überwältigt. Und wie sie schaffen, diese Rückverwandlung aufzulösen. Also eine richtig großartige Episode, auch zusammengekürzt, immer noch sehr, sehr spannend, sehr kultig von den Dialogen, von der Art und Weise. Das ist echt Science-Fiction-Action-Feeling. Hat richtig Spaß gemacht. So, und dann geht es gleich weiter in der nächsten Geschichte. Das ist der Kampf um die Graviummine. Das ist 1981, ab Januar. Ich habe extra hier noch eine Wikipedia-Seite liegen, wo ich so ein paar kleine Fakten sage. Erstmals gelaufen. Ich mag auch diese Episode, die ist richtig klasse, kann ich auch jedem ans Herz legen. Also es sind mit, ich
weiß, ich überlege manchmal, welches meine Favorite-Episode sind, aber die sind alle so gut, dass es schwer ist, auch wirklich festzuhalten. Hier haben wir eben halt den Wrecker zwischen seinen Mann an so einem Feuermeer, richtig cool. Und das Paradoxe, es spielt dann auf einem Wasserplaneten zum größten Teil. Ja, aber mein Heft ist richtig mitgenommen. Es ist nie feucht geworden, aber hier ist es leicht wellig. Aber es ist eben halt so. Weiter geht es. Hier haben wir eben halt Wrecker nimmt als erstes Captain Future gefangen, weil er weiß schon, dass der eine Gefahr für ihn ist. Und Wrecker versucht, alle Graviumminen auf dem im Universum zu vernichten. Es gibt nur 5 Stück. Gravium ist ein Mineral, was abgebaut wird, was es hilft, die Schwerkraft zu erstellen auf Raumschiffen und sozusagen in technischen Geräten, die man mit sich tragen kann. Das ist dadurch, dass man auf jedem Planeten eigentlich eine normale Gravitation erlebt für sich selbst. Richtig coole Idee. Auch richtig toll, also das ist auch alles hier im Anime drin gewesen. Ja, richtig, Captain Future muss sich befreien. Das macht er mit Hilfe seiner Uhr. Die Uhr ist eine geniale Idee übrigens des Animes. Die leuchtet und die einzelnen Ziffernblätter. Es ist halt so, dass die so rund drumherum fahren und sich Beleuchtung haben, wie eine LED-Beleuchtung, was man heute auch aktuell hat. Und damit konnte er sie in Bösewicht hypnotisieren. Im Roman hat er so eine Art Siegelring mit so einer Grafik. Und so ein Ring, der war, also auch wenn man so Zeichnungen sah, immer recht gewaltig groß. Die Idee dahinter war nicht schlecht. Eine Uhr war, als der Roman entstanden ist, mehr eine Taschenuhr bekannt. So eine Armbanduhr war noch nicht so weit. Aber Ende der 70er, wo das dann entworfen wurde, oder zwischen den 70ern und 80ern, hatte man ja schon eine ganz andere Technik. Und da hat sich das dann ergeben. Ja, hier sehen wir, die Minenbesitzer treffen sich und werden aber auch in einen Hinterhalt gelockt. Und Captain Future muss herausfinden, wer ist der Verräter, wer ist Wrecker. Denn er vermutet einen der Minenbesitzer, der eben halt sozusagen der geheimnisvolle Bösewicht ist. Weil der ja die Kontrolle des ganzen Minerals hat. Denn wer das Gravium kontrolliert, kontrolliert eigentlich auch das Universum. Auch sehr cool. So, hier haben wir die Falle auf dem Meeresgrund. Hier haben wir auch so ein bisschen, wie die Minen zerstört werden. Da gab es mehrere Eindrücke und auch mehrere Szenen. Ich gucke gerade, ich habe noch eine Erinnerung, dass da irgendwas war. Hier vorne, Sekunde. Ja, von diesen Bildern, wie die eben halt so zerstört wurden, die fehlten auch im Anime. Die wurden dann teilweise zusammengeschnitten und wurden, ja, nicht alle gezeigt. Also, es war recht gekürzt immer. Ja, Captain Future kommt dann später eben halt auf den Planeten BAME. Das war im Roman der Uranus, das Wasserplanet. Und ja, Joan wird auch wieder gefangen genommen, ist auch mehrfach geschehen. Und sie finden die Geschichte der Seeteufel. Ja, die Seeteufel. Mystischen und Unterwasserwesen. Ja, was haben die damit zu tun? Das finden wir noch raus. Auf jeden Fall Wreckers Leute ja, überwältigen Joan und ja, haben eigentlich dadurch den Captain in der Hand. Auch eine ganz coole Action-Szene dann später. Joan ist in ihrem Raumschiff und währenddessen hat Captain Future die Unterwasserwiene besucht. Die, ja, wie soll man sagen, die dann von Wrecker angegriffen wird und er muss dann spektakulär entkommen. Richtig klasse inszeniert. Inzwischen kann Greg Joan befreien, auch sehr spektakulär, und Wrecker entkommt wieder mal. Ja, Captain Future kann einen seiner von Wreckers Leuten gefangen nehmen. Muss aufpassen, mein Album ist auch sehr empfindlich geworden. Auch hier nachgezeichnet, so von dieser Szene so ein bisschen. Und sie untersuchen den Verbrecher und Captain Future verkleidet sich als dieser Typ. Das war für Captain Future eben halt auch was Besonderes. Er und Otto hatten das Talent, sich gut zu verkleiden. Ja, hier sehen wir zum ersten Mal diese Seeteufel, diese Unterwasserwesen. Mein Album ist halt empfindlich. Ihr seht, es löst sich langsam hier alles. Aber wir wollen es natürlich geschlossen halten. Ja, Captain Future ist in der Basis von Wrecker, wird gefangen genommen. Hier sehen wir, Wrecker hat auch ein geiles Design. Eben halt. Und wird überwältigt, gefangen genommen. Und
Er bekommt eine Seelentransplantation. Das heißt, sein Geist wird vom Meereswesen oder wird in ein Meereswesen übertragen und umgekehrt. Und der kann natürlich dann ja, als Captain Future für Unheil sorgen und die Future-Mannschaft in eine Falle locken. Richtig toll inszeniert. Und dann wird er auf dem Meeresgrund in ein Gefängnis gesteckt. Richtig toll, es ist richtig spannend, das Ganze auch. Hier sehen wir auch einen Teil von der Unterwasserstadt von denen. Und währenddessen will der Wrecker die die Insel der Menschen zerstören. Die muss man sich vorstellen, die steht auf einem Seepfeiler. Also es ist zwar eine Insel, aber sie steht auf einem schmalen Pfeiler und den will er wegsprengen. Damit würde die Insel versinken und die Menschen hätten keine Position mehr zum Landen. So. Und hier mit Seemonstern versuchen sie eine Bombe dann dahin zu transportieren. Inzwischen kann sich Captain Future befreien. Ken Scott wird gefangen genommen und soll geopfert werden. Eben halt. Ja, Captain Future gelingt natürlich die Flucht. Er kann sich wieder dann zurückverwandeln, Greg und Otto überzeugen und Joan retten, bevor sie auch eine Sehentransplantation hinbekommen hätte. So, dann geht es darum, Ken Scott zu retten und diese Bombe zu entschärfen in dem Felsen. Dazu muss man aber sagen, die Szenen sind im Anime leicht gekürzt, sodass man das gar nicht so ganz mitbekommt, weil das war wohl ein bisschen heftig, das mit dem Kind opfern, auch wenn nichts geschehen ist. War doch damals ein bisschen hart, vielleicht von 1981. Ja, und dann wird Wrecker enttarnt. Auch sehr, sehr dramatisch. Aber gut, das solltet ihr euch angucken. Ich verrate nicht die Auflösung komplett. Seid ihr, könnt ihr aus den Bildern lesen. So, auch eine meiner Favorite-Geschichten, also ihr seht, das sind alles so richtig tolle Geschichten. Der transparente Planet oder der unsichtbare Planet. Diese Geschichte ist hier schon ziemlich zusammengekürzt, weil wir sind hier schon im späteren Teil dieser Geschichte. Das ist unter der Zauberer zum Mars. War es eigentlich davon, dass Captain Future den Tod von einigen Wissenschaftlern aufklärt und gleichzeitig aber auch die Flucht seines Erzfeindes Vulkulun. Und daraus findet eben halt, dass er sich für einen Schatz im Parallelraum interessiert. So in einem Parallelraum. Inzwischen haben sie eben halt, hier fängt die Geschichte auch schon an, wie sie eigentlich den Parallelraum betroffen haben. Und ich gucke gerade, hier steht ja, der Fall Wrecker ist gelöst und dann gibt es eben halt, Captain Future startet in eine andere Welt zu neuen Abenteuern. Plötzlich zeigt der Radar einen für menschlichen Augen unsichtbaren Planeten. Da bringt die Geschichte auch schon gleich. Also da fehlt wirklich eine ganze Menge vom Anime. Den kann man aber im Anime sehen, den ganzen Anfang. Das ist dabei. Da sind natürlich auch kürze Szenen, aber im Endeffekt sind Captain Future haben dann den Parallelraum betreten, weil sie dem halt Vulkulun folgen wollten, wohin der eben halt der Verbrecher geflohen ist. Zusammen, ja, und erforschen dann diesen, finden dann auch einen unsichtbaren Planeten und müssen sich dann, ohne was sehen zu können, auf diesem Planeten ja, zurechtfinden. Und dann werden sie aber auch gefangen genommen und Professor Haynes, ein Mensch, der überhaupt eben halt Vulkulun ja, aufmerksam gemacht hat durch seine Memoiren oder seine wissenschaftlichen Berichte, dass es diesen Schatz gibt, ja, treffen sie auch und Captain Future lernt die Geschichte des Ganzen. Ja, und auch eben halt heißt es nun, Vulkulun aufzuhalten. Ne? Die werden gefangen genommen, über den Professor können sie dann entkommen. Aber es ist schon zu spät, denn Kulun, hier sehen wir ihn mit einer Brille drauf, wo, dass er bereit ist, den Weltraumschatz, einen Stein eben halt, der diesen Planeten unsichtbar macht und eine besondere Fähigkeit besitzt eben halt, den will er stehlen. Und hier sehen wir auch noch Sachen. Professor Haynes erzählt die Geschichte dieses Volkes, warum sie den Planeten unsichtbar gemacht haben, dass sie eben halt immer von anderen Völkern bedroht wurden. Und hier sehen wir eben halt Angriffe von Raumschiffen. Und in diesen Raumschiffen, die diese Völker angreifen, sehen wir die Bewohner von dem Planeten Bane, den von Wreckers Geschichte. Das heißt, verbindet sich etwas. Das ist etwas, was nicht was nicht erzählt wird im Buch, aber hier ganz geschickt von den Animateuren kombiniert wird. Also richtig, richtig klasse. Und hier fliehen sie, Vulkulun klaut den Stein, Professor Haynes stirbt und ja, Captain Future verfolgt Kulun. Es ist eigentlich schon zum größten Teil hier Bilder aus der letzten Episode der Geschichte, also der hintere Teil hier.
Ja, hier sehen wir Nurara, die Freundin von Kulun. Hier sehen wir nochmal Kulun. Dann der Komet kann, na, haben wir ein Bild eigentlich, wie der Komet schießt. Das gab es auch selten, aber ne, die Komet schießt, sehen wir hier nur den Strahl, das Raumschiff von Kulun an, ab und dann greifen sie an. Und dieser Kampf zum Beispiel, den man hier sieht, an Bord des Raumschiffes von Kulun, ist im Anime ganz, ganz runtergekürzt worden für uns Deutsche. Da fehlen die Hälfte der Szenen. Traurig. Ja, und Kulun kann fliehen, also der überlebt und seinem Mann teilweise sterben. Ist damals auch so gewesen. Ja, und dann bringen sie den Weltraumstein zurück und können damit den Planeten retten, sozusagen. Der braucht diese Kraft, sonst sterben die Menschen darauf auch. Und hier seht ihr auch, obwohl die Sticker gut zusammengeklebt sind, ist da so eine kleine Doppelung drin. Ja, so war es. Sie waren ja auch nicht immer perfekt. Und als Jugendlicher, man hat sich Mühe gegeben und trotzdem nicht alles verhindern können. So, hier haben wir eine Episode, auch eine richtig gute Geschichte. Rettet die Welt von Tarost. Tarost, das war die Episode Planet in Gefahr. Planet in Gefahr lief 1982 und auch, ich glaube, im Rahmen, dass neue Episoden damals gesendet wurden. Es wurde damals in zwei Schuben, in zwei oder drei Jahren eben halt Captain Future Geschichten veröffentlicht und dann haben sie nochmal neue Folgen gemacht. Sie haben also in zwei Schuben synchronisiert, aber auch eben halt gekürzt. Auch eine richtig großartige Geschichte, die echt mehrere Geschichten in sich vereint. Hier sehen wir auch gemalt eine Szene, eben halt auch von einer Gerichtsverhandlung auf dem Tarost. Aber dazu kommen wir noch. Auf dem Tarost nimmt ein Professor eben halt Kontakt von unserem Universum. Kontakt auf zu unserem Universum und da ist eine Gefahr durch Eismenschen, die bedrohen diesen Planeten Tarost und die wollen eben halt das Universum um Hilfe bitten, weil auch Energie knapp ist und so weiter. Und das Verrückte ist, Captain Future sieht dem Held des Planeten Tarost sehr, sehr ähnlich, dem Fartool. Und hier steht so Carfool, also er heißt Fartool im Anime, aber hier steht Carfool. Aber gut, egal. Naja, und Captain Future reist dann in diese andere Dimension, zusammen mit Joan und Greg und Otto und Simon und spricht sich aus, gibt sich auch als Fartool aus, als wiedergekommener Fartool oder Carfool und versucht die Menschen zu retten, aber gleichzeitig greifen dann die vom Eisplaneten an, diese Eisplanetenmenschen und versuchen das mit die Menschheit zu zerstören. Es ist immer halt so, dass die Wissenschaft da nicht mehr so aktiv ist und die Menschheit zerfällt langsam. Auch sehr, sehr gut inszeniert, auch spannend und auch mit den Geheimnissen macht es Spaß, diese zu entdecken. Also der Anime ist wirklich großartig. Und ihr seht, die Episode ist auch hier richtig zusammengekürzt, weil das ist nur der Anfang. Captain Future kann dann den Angriff der Eismenschen verhindern. Hier sehen wir so die Eismenschen aus dem Skelettkopf und die Komet schießt was ab. Und das ist eigentlich der Anfang. Und danach geht die Geschichte eigentlich erst richtig weiter, denn dann erfährt Captain Future das Geheimnis der Eismenschen. Schaut euch das an. Ich kann ja hier nicht weitergehen, denn die Geschichte ist hier in diesem Fall zu Ende von dem Comic. Kann ich ja nicht anders sagen. So, dann haben wir hier, das ist glaube ich das allerletzte eben halt, was hier behandelt wird. Die Anime-Episode Ein gefährliches Geheimnis lief 1982 das erste Mal. Und es geht darum, dass Captain Future eine Forschung unternommen hat auf einem Planeten und hat dort das Geheimnis über das Leben sozusagen gefunden, das versteckt wurde, oder eine Macht, mit der man Leben beeinflussen kann. Und zwei Wissenschaftler, die ihn begleitet haben, hier ist der Norton und ich glaube Winter hieß der, die beiden wollten diese Macht für sich beanspruchen und entführen Joan und Ken und die klauen die Komet. Wir können es hier gar nicht sehen, weil hier ist schon viel geschehen im Comic. Ja, Norton und Winter haben eben halt sich auf diesen Fernplaneten zurückgezogen. Captain Future musste mit einem anderen Raumschiff, was fast ein Wrack war,
zu diesem anderen Planeten ja, reisen, um eben halt seine Komet zurückzukriegen, das Geheimnis zu beschützen, was sie entdeckt haben, und ja, Joan und Ken natürlich zu retten. Ja, und interessanterweise, dann stürzen sie auf diesem Planeten ab und treffen Tiermenschen. Also hier sehen wir auch einen Tigermenschen und so. Ist richtig interessant. Und gleichzeitig haben die Bösewichter so eine Art Wikinger getroffen, so ein einheimisches Menschenvolk, die auch die Tiermenschen töten und bekämpfen. Und mit denen haben sie sich natürlich verbündet, während die Future-Mannschaft sich mit den guten Tiermenschen verständigt. Und zusammen versuchen sie, Joan und Ken zu befreien. Ihr seht es auch, Joan und Ken sind gefangen genommen. Und diese ganze Befreiungsaktion ist sehr runtergekürzt im Anime. Also wir sehen nur Teile davon, damit das überhaupt logisch ist. Und einige Szenen davon fehlen völlig in unserem deutschen Anime-Cartoon-Version. Weil sie bekämpfen sich dann noch ein bisschen, die Tiermenschen und die Barbaren. So, hier sehen wir auch Captain und Joan. Wir versuchen, Ken Scott ein bisschen Zeit zu vergeben, damit er zusammen mit dem Vogelmenschen abhauen kann. So. Ja, Captain und Joan werden gefangen genommen, aber können später auch befreit werden. Hier sehen wir eben halt dann, dadurch, dass sie eben halt gefangen genommen wurden, mussten und von den ganzen Barbaren, da greifen die Tiermenschen an. Und dieser ganze Kampf, da sterben ja auch eine ganze Menge, der ist nicht drin. Der ist im Anime gekürzt worden, also das. Deswegen hier haben wir auch viele Szenen drin, die wir im Anime gar nicht gesehen haben. Und für mich war es damals als Kind wirklich eine, naja, Offenbarung war es nicht, weil mir, ihr seht jetzt hier alle Szenen, alle Bilder, aber die hatte ich ja nicht früher. Jetzt ist es vollständig, jetzt sehe ich das, aber schon einige Bilder wie das hier oder dies hier und das hier hatte ich ja komplett. Und ich habe mich immer gefragt, wo sind die Szenen und warum sehe ich sie nicht? Und man hat in der Fantasie schon eigene Sachen ausgemalt, weil man hat ja die Antwort nicht gekriegt. Die mit den Romanen, ich glaube, ich bin auch gar nicht drauf gekommen, dass es Romane gab. Ich war halt mit 7 Jahren noch nicht der Leser. Mickey Mouse, Yps-Heft waren so meine beiden Lektüren. Captain Future Comic habe ich gelesen, da gab es aber keine Antwort drin. Das waren ja neue Geschichten. Aber die konnte ich euch auch nochmal zeigen. Ein paar. Ich habe nicht so viele. Ja, so hier haben wir Joan und Captain, die über die Verluste weinen. So, dann haben wir das nächste Kapitel, Jenseits von Licht und Dunkel. Die haben ja immer noch nicht diesen Ort des Geheimnisses entdeckt oder suchen ihn immer noch, weil die Komet ist immer noch in feindlichen Händen und das Geheimnis muss noch beschützt werden. Also folgen Future und seine Freunde und die Tiermenschen eben halt die Bösewichter. Ja, müssen dann vor einem Seemonster kurz in Deckung nehmen und finden dann das, ja, hier sehen, also hier ist, das ist alles drin im Anime, das ist so ein bisschen gekürzt hier, die Szene. Es ist eben halt so, man wollte nicht das Töten sozusagen zeigen, glaube ich, deswegen war es das. So, und dann finden sie eben halt eine Kuppel, unter der sie dann das Geheimnis entdecken von den Tiermenschen. Naja, und im Endeffekt ist es dann so, dass Norton und Winter natürlich auftauchen und die Tiermenschen, es gibt einen Kampf und im Endeffekt sterben die Bösewichter auch, fallen die Klippe runter. Das ist sogar im Anime drin, also dieser ganze Rest ist so fast drin, fehlt ein bisschen zusammengeschnitten ist später der Rückblick. Und zwar ging es ja darum, dass Menschen von der Andromeda-Nebel gekommen sind und ja, im Endeffekt Sklaven mit missbraucht haben, indem sie verwandelt haben und kombiniert haben mit Tieren, also eine Mutation hervorgeführt haben, im Endeffekt ein bisschen wie die Insel des Dr. Moreau, kann man fast sagen, von H.G. Wells. Ich glaube, hat sich vielleicht auch Edmund Hamilton beeinflussen lassen von. Und sie als Sklaven benutzt, damit sie eben halt, ja, arbeiten können, besser, passender arbeiten. Naja, und die Tiermenschen wollten immer wieder normale Menschen werden und Captain Future hat ihnen versprochen, das wieder rückgängig zu machen. So, und die erfahren hier leider auch das Traurige, dadurch, dass diese Tiermenschen ja alle geborene Tiermenschen sind, können sie nicht mehr zurückverwandelt werden. Dafür ist es einfach nicht möglich, aber ihre Kinder können zukünftig wieder Menschen werden und damit würden die Tiermenschen irgendwann aussterben oder wieder komplett das Menschenvolk übergehen. Und das wird auch am Ende gemacht. Sie schaffen diese Sache und die Geschichte wird aufgelöst. Es ist auch eine der letzten Anime-Episoden, die mit sozusagen gezeigt wurden bei uns in Deutschland. Es wurde immer der Abschluss. Ja, so, der Abschluss bildet auch dieses Bild. Hier sehen wir noch die Verabschiedung
Und hier haben wir noch ein schönes Artwork von der Future Crew mit der Komet. Und das ist so als Abschluss. Und das habe ich mir richtig Mühe gegeben, das einzukleben. Da war ich ganz, ganz stolz drauf, dass ich das so sauber hingekriegt habe. Da war ich ganz glücklich, weil das war auch mein Lieblingsbild damals mit. Wahnsinn. Hier im Album fehlt übrigens die Karte zum Nachbestellen. Ich weiß nicht, ob ich sie rausgetrennt habe. Ich habe aber nie Bilder nachbestellt damals. Ja, hier sehen wir noch, wie man was macht. Ne? Fehlende Bilder könnt ihr bei Jolly Express, Postfach so und so weiter in München bestellen. 10 Pfennig hat ein Bild gekostet, dann musste man überweisen oder mit oder das Postcheckkonto oder den Betrag in Briefmarken beilegen. Höchstens 40 Bilder konnten bestellt werden. Ja, da musste man natürlich immer sammeln. Wenn man so wie ich über 100 hatte, konntest du natürlich nur 40 bestellen. Das war ein bisschen schwierig. Bilder können nicht umgetauscht werden. Ja. Das war das dann. Wow. Schöne Geschichten. Captain Future, hier sehen wir auch noch eine Szene, die auch aus dem Anime stammt. Und zwar ganz kurz aus Herrscher von Megara. Da gab es so kurz, wie sie einen Planeten ja, drauf umgeturnt haben. Eigentlich keine sinnvolle Szene, aber die wurde auch in der Szene verarbeitet. Axel Springer Verlag hat in Deutschland die Sachen rausgebracht. 50 Cent hat dieses Album gekostet. Man muss aber dazu sagen, solche Sticker-Album hat man teilweise, wenn man eine gewisse Anzahl, also so war es bei mir so in meiner Stadt, ich habe es hier in meiner Heimatstadt gekauft. Ich habe da, glaube ich, 10 Stickertüten und dann hat man mir das Album, ich sage mal, ich habe gefühlt es umsonst dazu bekommen. So habe ich das als Kind aufgenommen und das ist jetzt meine Erinnerung. Natürlich kann es sein, dass meine Mutter oder mein Vater das mit bezahlt haben damals, aber so eine Tüte hat, glaube ich, 30 Cent gekostet, Pfennig gekostet. Und ja, das sind 30 Pfennig. Ja, das sind heute 15 Cent. Ja. Ich hoffe, diese Zeitreise in die 80er, in die Welt von Captain Future hat Spaß gemacht. Mir hat das sehr viel Freude bereitet, mit euch ja, das zu betrachten und all die Gedanken mal ein bisschen schwelgen zu lassen. Ja, und sonst kann ich nicht mehr dazu viel sagen. Ihr seid jetzt dran. Kommentiert, liked, teilt, abonniert. Das sage ich mal ganz so leicht und ja. Ich bin immer noch ganz geflasht von dem Ganzen und ein bisschen sprachlos fast, aber das muss ja jetzt auch sein. Ich muss nicht mehr viel sagen, das Video ist zu Ende. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Captain Future kann ich jetzt leider wohl nicht mehr so viel zeigen momentan, aber ja, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.